Hi zusammen, hier ist der Mio und ihr wundert euch vielleicht, warum es diese Balken oben und unten diesmal gibt. Ganz einfach, genau darum geht es heute. Ich werde euch zeigen, wie man so etwas hinbekommt. Stichwort anamorphische Linsen. Pavel hatte versprochen, dass wir genau so ein YouTube-Video machen und hat gesagt, dass ich das Video machen werde. Versprechen eingelöst. Es hat mich aber fast den letzten Nerv gekostet, was aber meine Schuld war und ist und nicht die der Linse. Wir werden filmen oder ich werde einen Kurzfilm euch zeigen, den ich mit so einer Linse produziert habe. Warum ist das wichtig oder warum ist das relevant? Ganz einfach. Wenn wir fotografieren, dann haben wir normalerweise ein Bildverhältnis von 4 zu 3. Und wenn wir ein YouTube-Video hochladen, dann ist das zum Beispiel 16 zu 9, also ein bisschen breiter. Wenn ihr aber ins Kino geht, dann ist das ganze Bild noch breiter. Wie kriegt man sowas hin? Naja, eigentlich ganz einfach. Man schneidet oben und unten ein bisschen was ab, dann hat man das richtige Seitenverhältnis. Das ist die einfache Lösung, aber die schlechte, weil dann gehen Pixel verloren und Bildinformationen. Besser wäre es doch eigentlich, wenn man gleich in diesem breiten Format filmt und Filme dreht. Das Problem ist, diese Sachen sind super teuer, weil es funktioniert folgendermaßen. Anstatt oben unten abzuschneiden, filmt man einfach optisch gesehen ein bisschen breiter und muss dann aber schauen, dass genau diese breite Information wieder auf den Sensor passt. Also wird das Bild optisch gestaucht. Dann ist alles auf dem Sensor und wenn man dann später zum Beispiel in Premiere Pro den Schnitt macht für das Video, dann nimmt man die Footage, also das Bildmaterial, und streckt es dann wieder in seine originale Breite. Und wenn ich dann das Video in 16 zu 9 Format in YouTube hochlade, dann entstehen natürlich, weil das Bild halt Überbreite hat, oben und unten die schwarzen Streifen. Für die Leute, die jetzt so zum Beispiel schwarze Balken drüber legen, also grafisch gesehen, keine gute Idee. Die schwarzen Balken sieht man, die sind dann vermatscht. Deswegen immer wirklich ein schönes, breites Bild erzeugen, wo oben und unten was fehlt und dann entstehen die naturgemäßen schwarzen Streifen, die Filmbalken. Und ich habe drei Anläufe gebraucht, drei. Meine Schuld. Alle haben mir erzählt, warum anamorphische Linsen. Wir haben einen Satz von Artis bekommen. Das sind Wolfilm-Linsen. Und die haben wir auf unser Smartphone draufgeschraubt mit einem passenden Case, weil der hat so eine Aussparung und da kommen diese Objektive rein. Damit wackeln sie nicht, alles ist super sicher, wunderbar. Ich habe dann noch einen Gimbal genommen von Movi, ist entsprechend eingeblendet, in der Beschreibung auch erwähnt und bin damit losgezogen, weil alle haben gesagt, Kino-Optik und ganz toll. Und du brauchst unbedingt sozusagen Lichtakzente im Dunkeln, alle Filme im Dunkeln, weil dann gibt es diese schönen langgezogenen Lensflares. Okay, ich bin nachts losgezogen und habe dann mit entsprechenden Lichtakzenten gefilmt. Kam nach Hause, habe alles in die Tonne geschmissen, Objektiv zur Seite gelegt. Warum? Gut, die neuen Smartphones sind ein bisschen besser, was Nachtfilmen, Nachtfotografie angeht. Aber mein iPhone X, 2 Jahre alt, ich hatte so viel Bildrauschen, es ganze Material war nicht brauchbar. Also Versuch 1 gescheitert. Dann bin ich in die Stadt, also 2 Wochen später. Dann hatte ich wieder Lust und habe dann einfach bei mir ums Eck rum in der Stadt gefilmt. Kam nach Hause, Pavel meinte, da stimmt was nicht, guck nach. Und wir haben dann rausgefunden, am Objektiv habe ich, weil es macht einen Unterschied bei so einer Linse, ob man hochkant oder quer filmt, habe vergessen, sozusagen den Objektivring zu drehen, damit die richtige Stauchung, also in der horizontalen, passiert. Ende vom Lied, Filmmaterial in die Tonne. Dritter Anlauf, da habe ich dann im Prinzip alles richtig gemacht. Was muss man dabei berücksichtigen? Ich habe jetzt hier mit viel Gegenlicht gefilmt, also tiefstehende Sonne. Ich bin nachmittags in die Stadt und habe dann dort gefilmt. Und durch die Blätter oder durch Zäune zum Beispiel, dann bekommt man immer so Reflexionen und Lichtakzente und das erzeugt dann diesen bekannten Lensflare-Effekt, für den die anamorphischen Linsen sozusagen bekannt sind. Ich bin so vorgegangen, dass ich mir einen Song ausgesucht habe und mit diesem Song im Kopf bin ich dann in die Stadt. Ich bin nicht verreist, ich habe jetzt hier nicht irgendwelche wunderbaren Sehenswürdigkeiten gefilmt, sondern einfach nur einen Spaziergang bei mir ums Haus rum. Wie es bei mir
in der Gegend so aussieht, das seht ihr jetzt. Viel Spaß bei dem Kurzfilm. Hat sich gefallen? Wie gesagt, keine große Sache. Und der Schnitt, da habe ich dann halt Rhythmus und Tempo geachtet. Mir persönlich hat das dann am Schluss doch ziemlich einen Spaß gemacht. Und jetzt die Frage, was kostet der Spaß? Normale Linsen für die Spiegelreflexkamera, die anamorphisch sind, die kosten Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende an Euro. Also keine gute Idee, wenn man sowas mal einfach ausprobieren möchte. Und professioneller Filmer ist man in den meisten Fällen auch nicht, der sowas braucht. Also eine Handylinse. Um ehrlich zu sein, sind vielleicht eine der wenigen Linsen, die überhaupt noch übrig bleiben werden, weil die ganzen neuen iPhones, die dieses Jahr oder auch andere Android-Smartphones, die rausgekommen sind, die haben alle drei Kameras und da ist ein Weitwinkel, Ultraweitwinkel ist da schon dabei. Das heißt, einige der Linsen, die man heute aufs Smartphone draufschraubt, sind bereits beim Handy an Bord, aber anamorphisch nicht. Der Spaß kostet um die 150 Euro, den man sich dann in Verbindung jetzt hier bei den Wolf Films Linsen aufs Handy mit dem Case draufschraubt. Ich habe ab und zu mal so Fragen bekommen wie, okay, Kreativität, wie hält man die oben? Ich habe in meiner Gegend schon alles abfotografiert. Ich denke mal, dazu wird es auch mal ein dediziertes YouTube-Video dazu geben. Aber das hier ist ein Beispiel dafür, wie man seine Kreativität, obwohl man schon alles in Anführungszeichen fotografiert hat, wobei dazu komme ich nochmal, aber hier eine kreative neue Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Gut, es ist jetzt Film, aber ich habe hier und da schon so gefilmt, wie ich im Alltag fotografiere. Von daher, die Welten sind nicht so weit auseinander. Also, kreative neue Möglichkeit, auch nochmal eine Möglichkeit, sein Hobby sozusagen mit neuem Feuer zu entfachen, um was wirklich Neues auszuprobieren. Und das wünsche ich euch, dass ihr, egal ob ihr jetzt Geld dafür die Hand nehmen müsst, wollt oder eben nicht, dass ihr genug Möglichkeiten findet, euch kreativ auszutoben. Die Beschreibung, die Verlinkung der Artikel, die ich benutzt habe, findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten zum Thema Fotografie, schaut im Shop vorbei. Hier haben wir immer wieder was Neues für euch und demnächst auch wieder neue Workshops für 2020. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit euren Fotoarbeiten, euren Filmarbeiten und wir sehen uns bei einem der nächsten Freitagsvideos wieder. Bis dahin, macht's gut und trinkt drüber nach. Ciao.